herzlich willkommen. In diesem Video wollen wir einmal kurz besprechen, wie man sonstige Einnahmen im Orgamax Online verbuchen kann. Sonstige Einnahmen sind positive Bankbuchungen, die nicht auf eine geschriebene Rechnung abzielen. Sprich, Bankbuchungen im positiven Sinne, für die es keine rückgestellte Rechnung gibt. Dafür wechseln wir in den Bereich Finanzen und klicken dann auf sonstige Einnahmen. Hier haben wir die Möglichkeit, über das Plus Neu eine neue Einnahme zu erstellen. Wir können dafür wie gewohnt ein Dokument einfügen und dieses zum Beispiel dann analysieren lassen. Wir können aber auch direkt einen Kunden auswählen, die Rechnungsnummer angeben bzw. die gewünschte Rechnungsnummer, die unser Beleg innerhalb des Orgamax Online hier haben soll. Wir geben das Datum, das Lieferdatum können wir angeben. Wir können eine kurze Beschreibung einfügen, den Tag, um später nach den Einnahmen filtern zu können. Wir können die Kategorie angeben, wenn wir zum Beispiel eine Miete für einen Raum, den wir untervermietet haben, erhalten, dann können wir das hier als Miete-Pacht verbuchen. Genauso fallen unter den sonstigen Einnahmen zum Beispiel die Vorsteuer, die wir vom Finanzamt erstattet bekommen, oder wenn mir ein Lieferant eine Rechnungskorrektur, sprich eine Gutschrift, zurücküberweist. Und dann geben wir das hier an, können den Betrag eingeben, können weitere Belegpositionen hier auch noch erfassen und haben dann auch noch die Möglichkeit, direkt eine Zahlung vom Bankkonto schon zuzuordnen. In diesem Fall haben wir kein Bankkonto angebunden, aber wenn hier eine Buchung bereits eingegangen ist, zum Beispiel vom Finanzamt, dann können wir die hier direkt auch zuordnen. Speichern wir das und dann haben wir hier unsere sonstige Einnahme stehen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.